Und die Welt dreht sich und sie dreht sich weiter und dort, wo nichts ist, da ist auch nichts. Und anderswo gibt es von allem genug und noch so manches, worüber man reden muss. Und die Welt ist groß und Gott auch und die Erde rund und der Ball nicht minder und alles hat seine Bestimmung und jeder einen Plan und das Leben findet einen Weg und so weiter. Und manche Wissenschaftler sagten, vor 20.000 Millionen Jahren habe es einen Urknall gegeben und Expansion und Evolution und Eukaryonten und Trilobiten und Arm und Kopf und Vierfüßler so nach und nach jedenfalls. Und andere Wissenschaftler behaupteten, die Erde sei 450 Millionen Jahre alt und es sei lange Zeit nichts gewesen, nur ein paar Vulkane und Gase und später habe sich eine Kruste gebildet und darauf hätten Algen und Farne und Schachtelhalme und Lebermoose und Nacktsamige und so weiter gelebt. Das sei jedenfalls alles, was sie darüber wüssten. Und wieder andere Wissenschaftler waren der Meinung, das Universum sei eigentlich eine in sich unendliche Kugel und die Krümmung von Raum und Zeit mache jede andere Wahrnehmung unmöglich, aber es müsse eine Art Hülle geben, die alles ummantle und zusammenhalte und wichtiger noch, diese definiere erst ein Äußeres, das voller Geheimnisse stecke. Und ganz andere Wissenschaftler hatten gar keine Ahnung und sie gaben das auch zu und sagten, das seien doch alles nur Vermutungen und wie immer man es auch drehe und wende, der Ursprung bleibe ein ewiges Rätsel. Und im 20. Jahrhundert schließlich wurde viel verkauft und im 21. auch und manchmal für blöd und alle großen Führer waren talentierte Verkäufer und darum ging es doch. Und irgendwann erfand man den freien Markt und Angebot und Nachfrage und so weiter und im Grunde hieß das nur, dass jeder alles tun konnte, was er wollte, solange er jemanden fand, der genau dafür den Kopf hinhielt. Und manche Leute waren ausgesprochene Pessimisten und die nannte man Konsumenten und andere wiederum waren überzeugte Optimisten und die nannten sich Produzenten und Abteilungsleiter und Direktoren und Exzellenz und so weiter. Und irgendwann erfand eine Gruppe junger Menschen den Konsumentenschutz und von da an sollte alles besser werden, tat es aber nicht. Und immer gab es Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft und die Pessimisten lebten gern in vergangenen Zeiten und schwelgten und träumten und wurden sehr schnell sentimental und die Optimisten wiederum liebten die Zukunft und sprachen von nichts anderem als davon, wie alles besser würde und moderner und freier und wie man mit der Kraft seiner Gedanken kommunizieren und durch Wände laufen und sich schneller als Licht bewegen und ferne Planeten erobern würde und so wäre wie Gott. Und Männer waren optimistischer als Frauen, was daran lag, dass sie über mehr Ratio verfügten und von Haus aus mehr Muskeln hatten und Testosteron und das war eben Rock. Und die Frauen trugen Röcke und waren emotionaler und hatten mehr Fett und Östrogene und das war dann Blues und viel mehr gab es da nicht zu verstehen. Und in Los Angeles darf jeder Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, vorausgesetzt der Riemen ist nicht breiter als 2 Inches. Und wenn der Mann einen breiteren Riemen benutzen will, bedarf es der ausdrücklichen Erlaubnis seiner Ehefrau. Und in Virginia darf keine Frau das Haus verlassen, ohne ein Korsett zu tragen. Und um die Einhaltung dieses Gesetzes zu garantieren, gibt es einen nur Männern vorbehaltenen Beamtenposten, den des Korsettinspektors.